Also wir bewerten nicht. Ja. Man braucht Kinder weder manipulieren, dass sie lernen, noch bewerten. Es geht ohne diesen Mechanismen. Wir arbeiten mit Freiwilligen. Also die kommen und wollen rechnen, die kommen und wollen Geografie machen, wollen Theater spielen oder bewegen. Das ist wunderbar. Es gibt keine Beurteilungen. Es gibt immer am Ende des Jahres einen Entwicklungsbericht, so nennen wir das, oder ein Gespräch mit den Eltern und dazu ein Entwicklungsprotokoll. Unser Abschlusszeugnis ist ein bisschen kurios. Also wir können ja nur das beurteilen, was im Organisationsstatut steht. Und dann steht da Denken, Fühlen, Wollen, Mathematik. Und wenn ich dann habe Denken, gut, Fühlen, befriedigend, Wollen, sehr gut. Nein, ich meine, ich finde das irgendwie absurd. Deswegen das ist aber so vorgeschrieben worden. Also das war nicht unsere Idee, das so zu machen, sondern dieses Abschlusszeugnis ist uns so vorgelegt worden vom Ministerium. Aber die Tatsache ist, dass wir keine Noten geben, wir können sie maximal einschätzen. Aber mit unserem Abschluss steht Ihnen eigentlich alles offen. Wir haben 30 Jahre Erfahrungen und Abgängerinnen und Abgänger, die ja, in allen Berufen tätig sind, die studiert haben, die akademische Grade haben oder selbst Firma gegründet haben oder ganz normal, ja, je nach Interesse einfach ihren Berufen nachgehen. Die Lernwerkstatt wurde 1990 gegründet von einigen interessierten Eltern, die sich eigentlich für ihre Kinder eine Schule gewünscht haben, wo sie mit Freude hingehen. Abgeleitet wurde die Idee von Rebecca und Maurizio Wild, die schon in den 80er Jahren diese Vision gehabt haben, dass man nicht sitzen muss den ganzen Vormittag und das Wissen quasi reingestopft kriegt, sondern dass Lernen auch anders möglich sein kann. Kinder sind neugierig, Kinder wollen lernen. Und warum soll das dann mit 6 Jahren aufhören? Sind auch in der Umgebung, also sehr von den Nachbarn sehr exotisch oder seltsam wahrgenommen worden, weil die Bilder, die man halt so von Schule im Kopf hat, so da sitzt man, da lernt man, dann ist die Schulglocke, dann geht man zu Hause, dann macht man die Hausübung. Und unsere Kinder können sich ja jederzeit draußen bewegen. Die können auch draußen Hütten bauen oder Floß bauen, so wie es da bei uns möglich ist. Ja, ich kann Flächen und Höhenmaße begreifen, auch in der Bewegung. Aber es wird halt nicht gleich als Lernen erkannt. Ich finde es einfach nicht sehr intelligent von einem System, Kindern im operativen Alter, ich rede jetzt von 8-, 9-, 10-jährigen Kindern, denen die Bewegung zu rauben. Ich kenne kein Kind, das 50 Minuten gern sitzt. Aber da ist freie Bewegung möglich. So viel Kreativität, das braucht nicht viel. Das braucht irgendwie ein früher zur Fetzenlaberl geben, oder? Und haben irgendwo im Hinterhof gespielt. Das braucht nicht das ganze Zeug. Brauche ich nur, wo gibt es noch Städten oder so? Wo gibt es irgendwie noch Freiräume, wo man sich bewegen kann? Wo man sich ausprobieren kann, wo man was machen kann, wo man spielen kann. Spielen ist auch ganz was Zentrales. Was hat der Hütter für ein Buch geschrieben? Rettet das Spiel. Dieses freie Spiel ist schwerst bedroht. Aber ist nicht erwünscht in Schulen, weil das laut ist, weil man nichts lernt. Also mein Zeichen, weil es irgendwo einen Bereich gibt für Spielen, für freies Spiel, das ist für mich ein Zeichen einer modernen Schule. Natürlich auch, dass es keine Klassen gibt. Wir arbeiten nicht mit einer Klasse und versuchen nicht, eine Klasse gleich zu machen, sondern gehen individuell auf die Kinder ein auch. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich finde das gescheit.
Die Kinder sind auch altersdurchmischt. Und wir haben vorbereitete Umgebung, nennen wir das. Also die Räume sind entsprechend der einzelnen Wissensgebiete vorbereitet mit ganz spannenden Sachen. Also zum Beispiel Sprache, Mathematik, Weltbereich mit Geografie, Biologie, Geschichte. Dann Kreativbereiche haben wir eine Menge und eben den Außenbereich. Im Außenbereich kann man schmieden beispielsweise auch oder wirklich bauen. Und Musikbereich, also wir decken das ganze Spektrum ab. Beim Kind ist es ermöglicht, sie wirklich selbstbestimmt und solange es will, sie mit einer Sache zu beschäftigen. Da kann ich dranbleiben und da kann ich da weitermachen. Aber wenn Kinder sich bewegen wollen, laut sein wollen, dann gibt es einen Bereich dafür. Gibt es einen Bewegungsbereich dafür. Wenn Kinder konzentriert arbeiten wollen, gibt es einen Ruhebereich. Wenn jetzt Kinder im Ruhebereich laut sein wollen, dann kann man nicht sagen, seid leise, das dürft ihr nicht, sondern da nicht, aber bitte geht's raus. Also haben sie Alternativen. Was diese Schule auch besonders macht, sie ist einfach diese unglaubliche Vielfältigkeit in der Möglichkeit des sozialen Lernens. Empathie, Kreativität in Lösungen, die findet nicht in einem Unterrichtsfach statt, sondern im Leben. Und bei uns ist sehr viel Leben. Also bei Schulführungen sage ich manchmal, bei uns ist immer Pause. Bei uns können die Kinder aber ihren Bedürfnissen nachgehen und da kommt man natürlich mit anderen Kindern in Kontakt. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten des sozialen Lernens. In der Schule ist oft viel trennen. Also jetzt machen wir Geografie, dann machen wir Geschichte, dann machen wir Mathematik und dann tun wir uns sozial entwickeln. Warum muss ich was trennen, was alles ineinander verwoben ist? Die Begleitung von den Erwachsenen her ist natürlich notwendig. Lernen geht über Beziehung. Und in der Beziehung sind wir gleichwürdig. Das ist auch meins. Und guck mal. Männlein. Hab ich denn noch? Eine Eisenbahn. Hab ich auch denn noch? Ich auch. Wachs. Wir sind konfessionslos. Hätten wir eine Konfession, dann würden wir Anspruch haben auf staatliche Förderung. So haben wir keinen Anspruch auf staatliche Förderung und müssen halt von Jahr zu Jahr hoffen, dass wir ungefähr 700 Euro pro Schüler im Jahr bekommen. Und müssen halt schauen, dass wir das Geld, das wir brauchen, um den laufenden Betrieb da führen zu können, selbst aufstellen können. Und uns tut es wahnsinnig leid, dass sich diese Schule nicht wirklich alle leisten können, weil es ist ein Schulbeitrag zu zahlen. Ja. Hätten wir einen Bruchteil nur von den finanziellen Mitteln, die halt anderen Schulen zur Verfügung steht, dann könnten wir da wirkliche Chancengleichheit herstellen. Ja. So ist es vielen nicht möglich. Es muss sich ja weiterentwickeln und ich denke, der Ruf jetzt im deutschsprachigen Raum nach innovativen Bildungswegen ist ja da. Ja. Und dann muss man eben schauen, was gibt es für Alternativen und wir sind halt ja, wir haben es halt gemacht. Ja, wir sind ein Beispiel dafür, ein Weg. Und natürlich sind wir weiterhin Lernende.